Ja, hallo Leute, hier ist euer Influencer Marc Bellinghaus. Wir gucken auf das Cover der letzten Toi 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 Ausgabe von der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Und da geht es um Stopp NV Flatrate. Das ist die große Aktion, die gerade läuft. Wenn man als Gewerkschafter, als der ich auch gewählt wurde, nämlich als der Vertreter von Luca Ponti, das ist der Vertreter der Künstlerhilfe NRW, Landesverband NRW. Und hier haben wir ein sehr bekanntes Gesicht, das ist der Jörg Rowohlt. Wir kennen ja alle den Namen Rowohlt Verlage. Ja, da ist eine Menge Power und diese Power habe ich jetzt gerade zu spüren bekommen. Ja, ich blätter mal kurz ein bisschen weiter und ja, da werden eine verschiedene Themen wie immer aufgenommen. Ach so, ja, hier ist auch ein bekanntes Gesicht. In der Mitte seht ihr Raphael Westermeier, der sich über meine Videos aufgeregt hat, verständlicherweise. Der hätte nämlich nie gedacht, dass diese private E-Mail, die er an eine Generalintendantin geschickt hat, die mir mein Bühnenstück geklaut hat. Ich werde euch gleich nochmal einen Beweis zeigen, damit ihr mir das auch glaubt und damit die GdBA endlich auf meiner Seite für mich auf die Barrikaden geht. Ich habe nämlich gerade soeben erfahren, dass mein Widerspruch abgelehnt wurde. Gegen eine Theatertruppe, die komplett kriminell mir mein Stück nachweislich geklaut hat. Herr Remzi Al-Khalisi, der Schauspieldirektor aus Münster, der war ja so intelligent und hat, als ich im 2021 meine allererste E-Mail dieses Projekt angeboten habe, auch im Detail, habe ich ihm auch gesagt, dass auf der Schauspielschule habe ich als allererstes gelernt, dass wir der Gesellschaft den Spiegel vorhalten. Ja, das kann ich beweisen, habe ich auch im Gericht gesagt. Dann kommt er hier letztes Jahr mit Katharina Kost-Tollmann im Stadtgeflüster ein Interview und dann heißt es, wir sind der Spiegel der Gesellschaft. So viel Fantasie haben diese beiden. Und das ist nur ein kleines Beispiel dessen, was ich hier mitmache, seitdem die hier sind. Ja? So, ich kann es ja verstehen, Herr Westermeier, dass Sie zu denen halten. Ja? Aber dann brauchen Sie sich nicht Genossenschaftler schimpfen, weil die nämlich 45 Kolleginnen und Kollegen von uns, von Ihnen, von mir, rausgeschmissen haben. Und hier sind wir bei einem nächsten ehemaligen Kollegen von mir, nämlich Herrn Ulrich Mattes. So, er ist vom Deutschen Theater in Berlin. So, Herr Mattes hat sich 2021 mit mir in Verbindung gesetzt, hat mir eine E-Mail, die kann ich auch gerne zeigen, hat mir mehrere E-Mail geschickt. Da war er noch Präsident der Filmakademie in Berlin. Er ist ja ganz plötzlich zurückgetreten, gell? Wie wir wissen. Und er hat vehement bestritten mit irgendwas mit Beelitz. So, Herr Ulrich Mattes ist meine direkte Verbindung eben mit Beelitz, mit einem MeToo-Straftäter und dann natürlich auch mit dem zweiten, nämlich Bernd Eichinger. Das ist wirklich hier wie die Six Degrees of Separation oder der Kevin Bacon. Six Degrees of Kevin Bacon. Und zwar hat er ja, wie wir alle wissen, Josef Goebbels gespielt. Er kann sich da ganz gut mit diesen ganzen Nazi-Größen. Er hat ja auch sogar vorletztes Jahr, so viel ich weiß, 2 Jahre ist das her, Adolf Hitler gespielt. Komisch, was für ein Zufall. Ja, naja, gut, also Herr, lieber Uli, du kannst mich auch gerne abmahnen lassen, ja? Aber was mir Günther Beelitz über dich erzählt hat, er hat behauptet, er sei dein Entdecker, er hat dich aus der tiefsten Provinz Krefeld entdeckt, ja? Und du kannst es gerne abstreiten, dann können wir eigentlich nur eins machen, wir können Herrn Günther Beelitz vor Gericht zitieren, damit er klarstellt, wer was, wie, warum und wer hier Recht hat. Ist das nicht ein guter Vorschlag, Ulrich? Ja?
ich bin ja froh, dass deine Karriere so toll geworden ist, ja? Ich war vor dir im Film- und Fernsehgeschäft und meine Karriere ist zerstört worden von einem irren, bösartigen und vorsätzlich meine Karriere zerstörenden Günther Behlitz. Dann kam Bernd Eichinger und Leute wie Horst D. Scheel. Das muss auf den Tisch. Ich bin mit 15,5 schon angegangen worden am Theater in Koblenz. Das will keiner wissen. Das ist die Wahrheit, wie es hier in unserem Theater aussieht. Und Ulrich, ich war in der GdBA schon 1985, als diese ganzen Sauereien passiert sind und kein Schwein hat mir geholfen. Ich habe mich ans künstlerische Betriebsbüro gewendet. Du weißt noch, das war der Herr Oppitz und zwei Damen im künstlerischen Betriebsbüro, als der Behlitz mich in seiner Villa da mit Wein abgefüllt hat und auf sein scheiß Wasserbett geworfen hat. Oder gezogen oder wie auch immer, ich weiß es nicht mehr. Ich war jedenfalls am nächsten Tag bei der Polizei. Ich war im künstlerischen Betriebsbüro dieses Kacktheaters, Bayerischer Staatsschauspiel, wo ich fünf Jahre immerhin war, ja. Und dann bin ich abgehauen, weil ich Angst hatte vor diesem Drecksack. So, das ist die Wahrheit. Und dann gucken wir noch auf viele gekreuzte Hände. Und ich werde hier von der GdBA aufgefordert, bis zum 26.04. mich zu erklären, da ich sonst rausgeschmissen werde. Ja, das ist ihr gutes Recht. Das ist euer gutes Recht, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn ihr das genießt, mich rauszuschmeißen. Tja, das ist nun mal die andere Seite. Ja, ich habe in Los Angeles Transgender gesehen, die mit ihrem Wägelchen durch die Stadt gezogen sind, weil sie komplett broke waren. Die andere Seite von dieser Seite hier ist, dass es leider Gottes manchmal nichts anderes gibt als Prostitution für Transgender. Und insofern müssen wir natürlich denen helfen und auch mehr Rollen anbieten und besser. Ach so, hier ist er ja schon wieder. Okay, gut. Tja. Was macht man mit einem Raphael Westermeier, der 45 Leute betrügt? Die Antwort wisst ihr, oder war es das Frau Jobt? Ja, sie hat sich ja endlich mal gemeldet. Da bin ich ja schon mal ganz froh drum. Herr, ich habe ja erst gedacht, es wäre eine Frau. Lauren Schubbe, genau. Und ja, die weiß ich jetzt nicht. Katrin Wölfle, gut. Schwanninger ist ja nicht da. Freischaffende sind vertreten. Gut, ich mach das jetzt hier kürzer. So, alles klar. Ja. Und nur, dass ihr seht, dass es auch alles richtig ist. So, liebe GdBA, guckt euch mal dieses Bühnenbild an. Guckt euch einfach mal nur dieses Bühnenbild an und dann ziehe ich hier rüber. Da, das ist mein Kunstwerk von 2021. Das habe ich gemacht, als ich im Ahrtal war, um da zu helfen, weil da über 135 Leute gestorben sind und weil das in meiner ehemaligen Heimat liegt, nämlich bei Koblenz. Und dann bin ich zum Goloring gefahren, ja, und habe da auf diesem Hügel gepennt. Oben ist mein Zelt und da oben ist auch da, das ist der Geist von Golonring. Und diese Sache habe ich einfach installiert als Künstler. Das bin nicht ich, ich habe nur die Sachen hingelegt. Das hat mir das Theater Münster 1:1 geklaut. So, da oben ist hier der Geist des Kindesmissbrauchs in Form von einem Verräter namens Martin Schmitz. Das ist die Wahrheit. Kann er mich gerne für abmahnen lassen, ihr könnt ja sogar vielleicht den Herrn Schmitz vertreten, das wäre doch was, oder? Das wird mich auch nicht mehr wundern. So, hier steht Martin Schmitz neben mir bei unserer allerersten Demo gegen Kindesmissbrauch. Und dann hat das Theater Münster gedacht, oh, das ist ganz gut, da haben wir ja mal ein Kindesmissbrauchsopfer, der könnte ja gleich die Rolle von dem Bellinghaus spielen. Weil wir den ja nicht wollen, weil er ja, wir wissen ja alle, wer er ist. Ja, das war ein ganz, ganz wunderbarer Familienvater, ohne den es Saturdays for Children nie gegeben hätte. So, liebe GdBA, vielleicht könnt ihr euch mal überlegen, wie ihr mir jetzt helfen könntet,
mein Eigentum zu verteidigen. Ich bin nämlich in meinem Widerspruch abgelehnt worden. Von einem Landgericht Münster, was das Theater der Stadt Münster regelmäßig, wie zum Beispiel gestern Abend, da gab es wieder Entnau-Hanau im Landgericht. Und die wollen mir erklären, was Neutralität heißt und haben 4 meiner Kunstangebote abgelehnt bisher. So, jetzt könnt ihr mir sagen, wer hier im Recht oder Unrecht ist. Wäre das was? Wäre das eine Idee? Ja? Ich bin auch gerne bereit, von allen meinen ganzen Posten, oder ich habe ja nur einen Posten, Entschuldigung. Ich bin ja nur der Vertreter vom Vertreter der Künstlerhilfe. Ich bin allerdings offiziell gewählt worden, Herr Westermeier. Okay? Nicht, dass Sie wieder behaupten, ich wäre überhaupt nicht offiziell. Ich bin offiziell gewählt worden, also bin ich auch offiziell. Und insofern finde ich das wirklich eine bodenlose Sauerei, wie ich hier fertig gemacht werde von einer Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, der ich bereits 1985 am Residenztheater München, immerhin eines der renommiertesten Schauspielhäuser Deutschlands, zusammengekloppt werde jetzt. Das geht nicht. Ich bin 60 Jahre, ich bin beklaut worden, nachweislich, und ich erwarte, dass mir irgendjemand hilft. Ich bin mir schon klar, dass das nicht Herr Wolfgang Schwaninger sein wird oder kann. Er hat ja schon alles, was ich bisher beantragt habe, immer abgelehnt. Die GdBA ist wunderbar in Ausreden finden und ablehnen. Genau wie Semis, die diese Stelle wegen sexuellem Missbrauch. Kein Schwein hilft. Alle verweisen dich auf die nächste Stelle. Und so sieht das leider Gottes aus. Muss ich euch nur mal sagen. Und da kann ich mir noch so schön die Arme verkreuzen und schön in die Kamera lächeln. Ich werde hier im Stich gelassen. Komplett ein Gericht, was befangen ist, nachweislich, das hier wirklich sich aufplustert und mir vor den Kopf haut. Seht ihr das? Hier wurde geklaut. Meine Kunst wurde geklaut und in Kinderhäuser verwendet. Kinderhaus ist mein Stück, Kinderhäuser wurde daraus gemacht. Wenn das nicht schon Grund genug ist, dieses ganze Projekt als komplettes Plagiat zu bezeichnen, dann weiß ich nicht, liebe Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger. Herr Raphael Westermeier, ich glaube, Sie sind nicht geeignet als Nachfolger von Frau Lisa Job. Das ist meine persönliche Meinung und ich will es auch gar nicht sein und werden, aber es ist ganz bestimmt jemand anderes und nicht Sie. In diesem Sinne, alles Gute, Leute.